Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 4 Mods. Und nicht zu BMW Drive, so wie in der letzten Folge. Jedenfalls, heute haben wir natürlich mal wieder einen weiteren Wunsch, und zwar den BMW X6 Hammern. Ja, lasst ihn uns mal genauer angucken mit einem kleinen Gang um den Wagen. Falls die Performance ein bisschen schlechter ist, sollte sie aber nicht, die Aufnahme läuft mit 30 durchgehen bisher. Entschuldigt das bitte, ich render im Hintergrund gerade einen BMG-Folge. Aber es sollte keinen großen Einfluss haben. Jedenfalls gucken wir mal in den Wagen rein. Also erstens können wir da drunter durchgucken. Ich zweifle, dass das so möglich ist. Aber das ignorieren wir mal. Sowas kann passieren. Ja, denn hier der Motorblock scheint komplett abgedeckt zu sein. Da kenne ich mich nicht aus, also ich sagte jetzt nicht, oh, das ist nicht so. Weil ihr wisst, ihr kennt mich ja. Auf jeden Fall, das hier ist sehr, sehr schön texturiert und modelliert. Können natürlich ein bisschen runder sein, aber ganz ehrlich, was erwarte ich? Dann hier, das ist ein dreidimensionales Gitter, dahinter ist es texturiert. Das ist alles sehr schön gemacht. Auf jeden Fall gute Qualität, hier sieht auch Blinker. Dann habe ich noch das Radio an, aber ich denke, das stört nicht zu sehr. Hier natürlich Hamann, Automobiltechnik, dieser Plus Design. Alles sehr, sehr gut texturiert. Auch hier die Michelin-Reifen sehen gut aus. Wobei Reifen eigentlich mit immer mit am schlechtesten aussehen. Hier da noch weiter Blinker. Ach komm, weiterer Blinker. Tipp. Die eine Tür ist zu, da ich die eben aus Versehen bei dieser Tür aufmachen, die Tür zugemacht habe. Aber ich denke mal, das ist nicht so wichtig, da wir auf der anderen Seite immer die Türen aufhaben. Auf jeden Fall hier haben wir einen schönen, alles gut. Sieht super aus. Gut texturiert, modelliert und so weiter. Das gleiche ist auch hier drin. Hier wieder das, was wir vom anderen BMW auch schon kennen, diese Maserungen in den Farben. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Copyright-Sachen oder so. Sollte ich aber nicht, dass da ist nicht so gut modelliert bzw. texturiert. Aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Übrigens für die, die mich fragen, warum ich denn im Innenraum bewerte, ganz simpel einfach, weil es gibt sowas wie First-Person-Mods. Um den, dann sehe ich dann schon, wenn die scheiße aussehen oder Real Inside View. Dann hier weiter. Funktioniert der Blinker nicht? Doch, da ist er. Schwach. Hier, alles gut. Was erwarte ich dann? Nichts hier beim Kofferraum. Auf jeden Fall. Also da warte ich nicht viel, aber der sieht ziemlich gut aus für so ein GTA 4 Auto. Hier, alles gut. Nicht das Beste, was ich mir jetzt gesehen habe, aber auf jeden Fall weitaus ausreichend. Hier, das sieht wiederum nicht so schön aus. Interessanterweise habe ich so in der Phase schon meist so eine finale Wertung für das Auto. Ja, das ist auch nicht so perfekt, aber da guckt man doch ehrlich eigentlich nie hin. Da sind auch Boxen drin hier. Ja, gut, dann nochmal den Blick von der anderen Seite rein. Gut. Dann wollen wir jetzt aber auch mal das Auto fahren. Ist auf jeden Fall bisher schon mal ganz schön schick. So, und rüber zu unserem, ja, dunkelgrauen Granitfarbenen, würde ich schon sagen. Beziehungsweise Graphit, nicht Granit. Granitfarbenen BMW X6 Hammern, den ich ja zum Handysport gemacht habe. Fahren wir mal so ein bisschen vor. So, und gucken mal, wie die Beschleunigung denn ist. So, und da auf jeden Fall geben wir mal Gas. Und die Beschleunigung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Höchstgeschwindigkeit auch gut für, ich meine, das ist ein SUV, das erwartet man. Und ich meine, mit 200 ist das auch sehr gut. Nur hier haben wir ein häufig genanntes Problem. Handling. 40 fahren wir gerade, 30. Oh, wir kriegen keinen Scheißkurve. Das ist das Problem. Also auch eins der Fahrzeuge, bei dem man keine Kurven kriegt. Was natürlich ziemlich schade ist, denn Kurven generell gut in GTA, wenn man die bekommt. So, schnell vor den Triebwerken wegfahren. So, aber sonst hier nochmal die Lichter, die man nicht sieht, doch jetzt. Oh, da sind wir zu weit gefahren. Verdammt. Das ist natürlich blöd. Da können wir gleich ein schickes Bild schießen. Das ist natürlich der Vorteil davon, sich zu verfahren. Das ist doch bestimmt beschädigt irgendwo. Nee, nee, okay, aber nicht beschädigt. So. Wunderbar. Wir hätten das eigentlich noch näher ran machen können, aber das ist zu nah. So, jetzt wollen wir uns aber mal aufs Fahren konzentrieren und nicht irgendwelche Thumbnails machen.
So, aber da könnt ihr dann immer noch mal das Auto bewundern. Ups, das war nicht mit Absicht. So. Gut, also das Kurvenverhalten ist leider relativ mangelhaft bei dem Fahrzeug. Und das finde ich jetzt nicht so gut, leider. Aber wie crasht denn das? Ist natürlich auch nur eine Frage. Und da werden wir jetzt mit 190 bis 180 gegen crashen. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Das crasht sehr toll. Kein interessanter Sichtlicht. Jetzt gucken, wo die zerbrochen sind. Das verbogene auch ein bisschen. Also das ganze verbogene Metall und so, das packt auch ein bisschen. Aber das ist normal bei BMG. Geht ja, glaube ich. So. Das ist verwirrend, wenn man so zwei Fahrzeug-Dings hat und so. Natürlich knallen wir da nicht gegen. Also, ich muss dagegen knallen. Böse. Also, crashen tut auf jeden Fall sehr gut. Ich hab gut. So. Dann wollen wir ihn mal mit 287 km/h dagegen crashen. Bisschen abgehoben. Ja, bei mir ist sowieso abgehoben. Aber trotzdem gut. Und hier natürlich der allgegenwärtige Überschlag-Crash. Der auch ganz gut aussieht. Ich mag die Geräusche von BMG, wenn man hier auf sowas fährt oder so raufrutscht. GTA, nicht BMG. Ne, die Frage generell ist die Geräusche von GTA eigentlich ziemlich solid von GTA 4. Sind sehr gut. So, nochmal eine kleine Bewertungszeit. Also was würde ich dem Fahrzeug denn geben? So, aufgrund des Handlings, das ein bisschen besser sein könnte. Und der generell, also zu kleiner Unstimmigkeiten, sag ich mal, wie, den nicht perfekten Texturen oder so leichten Modellierungsbugs. Oder Modellierungsfehlern, eher gesagt, nicht Bugs. Bin ich dazu verneigt, dem Wagen 8 von 10 zu geben. Also vom Aussehen, so wenn ich ihn nur sehen würde, würde ich ihm 7 von 9 oder sogar 10 von 10 geben, aber das einfach so diese klitzekleinen Probleme, die es dann doch das Gesamtpaket ein bisschen stören, die sorgen dann doch für eine 8 von 10, was immer noch sehr gut ist. Hier ist der Ferrari von gestern. Aber nun ja, es reicht eben nicht für eine 9 von 10, aus meiner Meinung. Meint ihr, es ist eine 9 von 10, dann könnt ihr euch unten in der Beschreibung natürlich die Mod downloaden und ja, da könnt ihr mal, wenn ihr sie getestet habt, mir mal sagen, was ihr denn für eine Wertung findet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Auch könnt ihr natürlich in der Beschreibung Achtung, so, auf den Link zum Google Formular, verdammt, das war gleich Crash, oh, das ist zu verlaufen, sorry, zur Umfrage gehen und da mitbestimmen, was denn als nächstes da auf meinem Kanal zu sehen werden wird. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, vielleicht sogar einen Kommentar und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo. Auf jeden Fall, genug Battle und so weiter. Ich bedanke mich so für das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, wartet, genau. Sorry, da habe ich was vergessen. Das wollte ich ja noch. Tschüss.